Nach der Reform des BAföG im vergangenen Jahr bekommen wieder mehr Schüler und Studenten staatliche Unterstützung. Rund 650.000 junge Leute haben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2001 BAföG erhalten. Das sind 16% mehr als im Jahr zuvor. Bund und Länder gaben dafür 1,65 Milliarden Euro aus. Das ist eine Steigerung um 30%. Im Durchschnitt bekam ein Schüler monatlich 288 Euro, ein Student 365 Euro. Das Bundeskartellamt will mehr Wettbewerb in der Entsorgungsbranche durchsetzen. Es kündigte heute an, ein Prüfverfahren gegen das duale System Deutschland anzustrengen. Das Unternehmen, das über die Vergabe des grünen Punktes die Verwertung von Verpackungsmüll organisiert, beherrscht nach Einschätzung des Amtes weitgehend den Markt. Das duale System hatte bereits gestern beantragt, vom Kartellverbot freigestellt zu werden. Georgien beschuldigt Russland, erneut Luftangriffe auf sein Territorium im Pankisi-Tal geflogen zu haben. Nach georgischen Angaben wurden dabei 3 Menschen getötet, unter ihnen ein Waldarbeiter, der auf einem Lastwagen unterwegs war. Während die russische Luftwaffe die Vorwürfe dementierte, bestätigten OSZE-Beobachter, dass 4 Flugzeuge in den georgischen Luftraum eingedrungen seien. Im Pankisi-Tal halten sich etwa 7.500 Flüchtlinge aus Tschetschenien auf, darunter auch viele islamische Kämpfer. Ende Juli hatte die russische Armee bereits Ziele in der Region bombardiert. Moskau wirft Tiflis vor, die tschetschenischen Freischärler auf seinem Gebiet zu dulden. Wenige Tage vor dem UN-Gipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg hat Brasilien ein neues Urwaldschutzgebiet ausgewiesen. Nach brasilianischen Angaben handelt es sich um das größte Naturreservat der Erde. Mit über 38.000 Quadratkilometern ist der künftige Tumucumaque-Nationalpark größer als Belgien. In dem weitgehend unerforschten und unzugänglichen Urwaldgebiet an Brasiliens Nordgrenze leben seltene Affen und andere gefährdete Tierarten. Nur noch Forscher und Ökotouristen sollen Zugang zu diesem Naturparadies erhalten. Wir wollen die bestehenden Schutzgebiete in Zukunft auf wenigstens 10% des brasilianischen Regenwaldes ausdehnen, kündigt Brasiliens Umweltminister an. Ein Zeichen der Umkehr. Denn seit den 70er Jahren wurden 15% des brasilianischen Regenwaldes durch Rodungen restlos vernichtet, um das Tropenholz zu exportieren oder um Ackerland zu gewinnen. Jetzt soll endlich eine nachhaltige Nutzung der Wälder möglich werden, ohne einfach nur mit größtmöglichem Gewinn die Wälder abzuholzen. Die brasilianische Umweltbewegung begrüßt diese Wendung. Wir müssen in Brasilien endlich dazu übergehen, wirtschaftliche Nutzung mit Umweltschutz zu verbinden. Der Schutz des Regenwaldes allerdings sei eine Aufgabe der ganzen Menschheit, betont man in Brasilien. Beim bevorstehenden Umweltgipfel in Johannesburg erwartet man daher finanzielle Unterstützung der Industrieländer.